Vorbau perfekt einstellen, also das Lenkerspiel perfekt einstellen, ohne dass es knirscht, knackt oder klappert oder zu fest ist und man die kleinen netten Kugellager demoliert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Das ist, da habe ich für euch einen Tipp, weil das ist immer so ein bisschen knifflig. Oft an neuen Bikes, wenn die sich so ein bisschen setzen, wenn man das neu zusammengebaut hat, ist es oft so, dass man den Lenkerspiel nochmal nachstellen muss und man weiß immer nie genau, wie fest man diese Ahead-Schraube, wisst ihr ja oben, das Ding festdrehen muss, dass es dann gerade noch dreht, aber noch nicht klappert. Da habe ich für euch, finde ich, sehr einfachen Tipp, so wie ich das immer mache. Und so wie man das auch unterwegs mal kontrollieren kann, ob das passt, weil das ist unangenehm, wenn man irgendwie im Gelände fährt und das Ding zu locker ist. Also ich simuliere das jetzt mal mit einer Gabel und Spacer. Und die Spacer sind für mich auch der Indikator, um das Ganze zu messen. Also, meine Simulation hier. Genau, also ihr baut, ihr stellt euren Lenker ein, dann habt ihr eure Hi-Hat-Schraube, schraubt das fest, wisst ihr nie so genau, ist es jetzt schon zu fest oder nicht fest. So ein bisschen festdrehen muss man ja. Und der Tipp ist jetzt, und dann bin ich auch schon fast fertig mit meinem Video heute, sind diese Spacer. Wenn ihr die festgeschraubt habt und die Spacer sich noch oder auch ein bisschen Testfahrt, eine Abfahrt gemacht habt und dann merkt, hat sich noch ein bisschen gesetzt, es lockert sich, dann lassen sich die Spacer drehen. Wenn die Spacer sich drehen lassen, dann ist es zu locker. Ich würde immer anfangen, es nicht zu brutal zu fest zu drehen, sondern erstmal so einen Tick lockerer, gerade so, dass sich die Spacer nicht drehen. Dann fahrt ihr wahrscheinlich und dann drehen sich vielleicht die Spacer. Und dann stellt ihr noch eine Achtel oder allenfalls eine Viertelumdrehung der Ahead-Schraube nach. Und dann fahrt wieder und testet. Sobald sich die Spacer drehen lassen, ist es zu locker, meiner Ansicht nach. Also das ist ein super Indikator, wie man eigentlich dieses immer so ein bisschen knifflige Einstellen des Lenkerspiels oder des Vorbaus perfekt auf den Punkt bekommt. Also so ein bisschen festdrehen, wenn die Spacer sich gerade nicht mehr drehen, ist es gut. Wenn sie sich wieder gelockert haben, dass sie sich durchdrehen, eine Achtel- oder Viertelumdrehung nachstellen, bis sie sich nicht mehr drehen lassen. Und wenn ihr das Spiel ein-, zweimal gemacht habt, dann habt ihr das perfekt eingestellt, die werden sich nicht mehr drehen lassen und es ist perfekt, das lässt sich ganz leicht lenken und nichts klappert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.